Rams ist der erste, das kam. Jetzt geht es richtig schnell runter. So, wir sind beim Restaurant, unser Hotel hier. 1,40 Meter, da müsste ich eigentlich noch gut stehen können eigentlich. Aha. Ich bin 1,57 oder bin ich nur noch 1,15? Das ist nicht. So, ui, Brust raus hier. Jetzt geht's. Oh, hier kommt. Jetzt kommt hier warme Luft. Das ist unser Hotel hier, mitten auf der Insel. Ja, ist das Jolie Village Luxor Resort mit 4,5 Sterne wirklich das beste Hotel in Ägypten? Das wurde so angepriesen. Wir haben dafür die Nilkreuzfahrt verloren. Also es sind zwar Schiffe gefahren, aber leider unser nicht. Und dafür haben wir Vollpension in dem Jolie Hotel gekriegt. Eine schöne Anlage, wirklich. Da waren unterwegs zwischendurch Richtung Luxor ein paar Bilder. Die Anlage von der zweiten Wohnung, wir haben dann gewechselt mit 30 Euro Zusatz oder 20 Euro Zusatz pro Tag. Da haben wir richtig schöne, geniale Zimmer gehabt. Das Essen war natürlich hervorragend, muss ich sagen. Das Buffet, mega. Du hast Auswahl gehabt. Das hast du in der zweiten Anlage, die zwar schöner ist, aber das Essen ist natürlich hervorragend, nicht so überbelastet mit Leuten und dass es immer dasselbe gibt. Die haben sich wirklich Mühe gegeben, das ist sehr mega, auch das Fleisch und alles. Muslimische Tage war dann extra eine Ecke für die Fleischesser, auch sehr lecker jetzt hier mit Rindfleisch und alles. Und haben sie wirklich, und tolle, muss ich sagen, die Leute sind auch sehr, sehr, sehr nett gewesen. Personal und Bedienung war mega, war absoluter Hammer, muss man wirklich sagen. Und dann fing der Ramadan an, das ging so ein bisschen mit den ganzen Moscheen ein bisschen auf den Geist, aber wir hatten einen super Ausblick gehabt zum Nil gegenüber, allgemein auch beim Restaurant, und die Anlage ist schon mega, das stimmt schon. Und dann ging es, wie gesagt, zum Ausflug jetzt zum Amore oder Luxor-Tempel. Und es lohnt sich wirklich, also es ist ein tolles Hotel, bloß wir waren vorher in der Bungalow-Absteige. Ja, jetzt geht es weiter mit dem Ausflug. Wir wurden in so einen Laden geschickt. Das sah schon sehr mysteriös aus. Abzocke pur, sag ich jetzt mal. Ein wunderschöner Tempel, muss man sagen. Man muss den wirklich sehen im Dunkeln. Er ist der Hammer. Natürlich sind es sehr, sehr viele Touristen da. Und aber zum Genießen mache ich jetzt mal eine arabisch-chillige Musik. Ägyptisch-chillige Musik oder sowas ähnliches jedenfalls. Es ist einfach beeindruckend. Den sollte man im Dunkeln sehen. Mal ein Tipp, man kann den auch so buchen und nicht extra mit einer vorgefertigten großen Gruppe, so wie wir das gemacht haben. Das ist einfach die Abzockerei ist. Also die wollen ja nicht nur das, die wollen ja die hunderte Trinkgelder. Jedes Mal, wenn du ins Auto steigst, Trinkgeld. Das ist der absolute Hammer, was hier passiert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es war gefühlt, wie die vor 5 Jahren bei meiner Tochter war. Viel, viel schlimmer geworden. Meine Mutter sagte das auch. Und das ist echt schlimm. Die erwarten einfach schon, dass du einfach bezahlst. Wenn du im Airport, wenn du dich reinsetzt, dass du bezahlst. Gerade wenn du neu bist oder was anderes, dann musst du gleich, der Fahrer muss das kriegen, weil der ist ja davon abhängig. Also das ist unverschämt, ist das wirklich schon. Also das wird schlimmer mit diesen Leuten. Kann ich einerseits verstehen, andererseits wieder nicht, aber das ist zu krass und zu extrem. Ja, das ist einfach zu krass. Also nochmal, wunderschön, der Tempel, mega. Also es ist der Hammer und genießt es einfach mit diesem.
Also preiswerter im Luxor-Tempel, wenn man das so bucht, als mit einem großen Reisebus. Das Besondere ist hier die Moschee, die ist neben dem Luxustempel. Habt ihr gesehen bestimmt? Das ist die Moschee und ja, wunderbar, die Figuren und alles, die ganze Geschichte, das ist einfach zu viel. Aber die Moschee ist schon interessant, die da auch beleuchtet ist im Hintergrund, wenn ihr ab und zu mal seht, wie ich die Kameraführung halte. Ja, erstmal dazu. Ja, hier ist nochmal zu sehen der Löwenweg, das war berühmt, das haben sie mal im Fernsehen gebracht und in der Zeitung, der wurde eingeweiht, frisch noch vor dem Tempel. Der Löwenweg, also liegt ja direkt am Nil und im Zentrum auch von Luxor. Also man kann das so verbinden mit einer Stadtfahrt oder irgendwas, wenn man alleine privat macht, das geht schon, dann ist es der Löwenweg oder Löwenstraße oder so, wie sich das nennt. Alles klar, jetzt geht's bald zu den Gräbern. Ja, jetzt gehen wir zu den Gräbern. Wo die hin, oder? Hier hinten? Ach Gott, nee. Passen hier drei Mann? Ja, passen schon, wa? Noch eine. Oh, jetzt wird es wieder knallig warm, wa? Ich mach mich schmal. Nicht so. Ja, jetzt sind wir wieder mit so einem großen Bus da rangefahren und jetzt werden wir auf so kleine Dinger verfrachtet, aber ganz coole Fahrt eigentlich in der Hitze im März beziehungsweise April, also mehr März, Ende März. Aber du kannst da, die Gräber sind sehr abgelegen, du kannst da kaum was anderes nehmen, glaube ich. Aber ist ganz lustig, muss ich sagen. Und die Fahrt ist so kurz und ganz ehrlich, in der Hitze da, weil am Meer ist es nicht so warm, aber hier ist es eben doch heiß, komischerweise. Also es ist mal ganz komisches Wetter gewesen. Alles klar, bis gleich bei den Gräbern. Bei den Gräbern, vor allen Dingen Ramses den 8., den 1. und glaube ich den 3. war das. Aber es waren wirklich beeindruckende Bilder, muss ich sagen. Der Oberhammer, mega. Also so ein Grab würde ich dann ganz gerne auch in Deutschland haben, aber ich glaube, das kann ich mir nicht erlauben. So, jetzt laufen wir noch ein Stückchen, nachdem wir ausgestiegen sind, zu den Gräbern und dann sagt man uns, wir dürfen nur drei Gräber besuchen, wir müssen uns aussuchen, aber es war schon anstrengend genug für uns und da sind wirklich ein paar ganz alte Leute, der mit dem Hut ist zum Beispiel ein richtig alter, aus Hamburg oder irgendwo her, der war schon mindestens 15 Mal irgendwie Kreuzfahrten und alles, warum er sich das nochmal antut, aber es ist beeindruckend, wie gesagt, drei Gräber dürfen wir bloß besuchen, aber das haben wir gemacht. Thank you.
das Grab vom Ramses III. Das war das Grab Ramses III. Ramses I. das Grab. Es geht ja richtig steil runter. Sind wir beim Sarkophag, beim Ramses I., der absolute Hammer. Und schalte wieder nächste Woche ein, am Samstag, neues Video. Ich bedanke mich, es war mir eine Ehre und gern Like und Abo, ist klar. Ja, das ist schon beeindruckend. Ramses I., so ein Grab möchte ich gern auch mal haben. Wird wahrscheinlich nicht ganz so reichen, so ganz berühmt bin ich dann doch nicht. Aber ihr seid dabei. Ich bin auch hoffentlich authentisch und wenn was, schreibt es in die Kommentare. Alles klar, euer Ronny und ich bedanke mich schon mal. Das war's zu diesem Thema heute. Nächste Woche wieder Ägypten. Natürlich mit allen möglichen Sachen. Alles klar. Danke.
Ramses der Erste, ging es runter, schöne Bilder, noch Sarkophag gesehen, geht es wieder hoch, ca. 90 Meter. Don't worry, it will pass. So wieder raus. Ich weiß nicht mehr.